Herzlich willkommen bei Aktiv und Gesund. Mein Name ist Sven und ich stelle euch heute mal ein Gerät aus unserem Rückenzirkel vor. Das ist das erste Video von drei. Und zwar ist es das iTensic F-Effect Gerät. Damit könnt ihr perfekt eure Bauchmuskulatur trainieren, sowie die untere, obere und seitliche Muskulatur. Als erstes zeige ich euch die Einstellmöglichkeiten, die ihr, bevor ihr an das Gerät geht, vornehmen müsst. Als erstes stellt man sich den Schwierigkeitsgrad ein, und zwar geht das über die Neigung des Gerätes. Dafür ziehe ich den Hebel hier runter und kann das Gerät entweder nach vorne schwenken, so dass es komplett waagerecht ist und ich im Endeffekt nun gar keinen Widerstand habe, bis hin zu komplett waagerechter Position der Rückenlehne, und dann habe ich den höchsten Widerstand. Wem das dann immer noch zu einfach ist, der kann sich auch gerne noch vorne drauf ein paar Gewichte stapeln, aber so sollte es für das erste reichen. Die nächste Einstellung nehmen wir an der Rückenlehne vor, und zwar stellen wir das so ein, dass das Becken genügend Platz hat, um nach hinten wegzugehen, aber nicht die mittlere Wirbelsäule belastet wird. So, dass wir im Endeffekt die Lendenwirbel frei beweglich haben, aber alles andere schön fixiert und stabil ist. Dazu ziehen wir hier den Hebel wieder raus und können jetzt die Höhe der Sitzlehne verstellen. Die letzte Einstellungsmöglichkeit an dem Gerät ist die Fußstütze. Die stellen wir uns aber auch erst ein, sobald wir drauf sitzen auf dem Gerät. Jetzt hole ich mir mal die Laura zu Hilfe. Die demonstriert das jetzt mal und ich erkläre genau, wie man dabei arbeitet. So, die Laura darf sich jetzt gerne mal draufsetzen. Als nächstes haben wir erstmal einen relativ flachen Neigungswinkel. Wir haben Einstellungen von A bis G. Wir haben jetzt die Einstellung F, das ist sozusagen die zweitleichteste. Wie gesagt, schauen wir jetzt auf die Rückenlehne. Die Rückenlehne stellen wir jetzt so ein, dass wirklich das Becken frei beweglich ist, aber der Rest starr ist. Sprich, die Körpermitte sollte immer fixiert sein, ansonsten drückt ihr wieder gegen die Wirbelsäule. Das heißt, ich ziehe mir jetzt einen Stift raus und drücke die Lehne so weit runter. Die Laura rutscht schon ein Stück vor. Genau so. Jetzt fixieren wir das Ganze. Jetzt ist es auf der untersten Stufe. Man sieht, das Becken ist frei beweglich, aber der Rest komplett fixiert. Als letzte Einstellung kommt jetzt das Fußpolster. Zieht ihr hoch den Hebel und geht so weit nach vorne, bis ihr eine Berührung der Beine habt und einen guten Fixierungspunkt habt. Denn das ist eure Kraftentfaltung. Ihr schiebt die Hüfte nach vorne und gebt den Druck über die Beine, so dass sich der Schlitten frei bewegen kann. Jetzt ist das Gerät noch fixiert, also wir haben keine Belastung in irgendeine Richtung, sondern können noch ganz entspannt drauf sitzen. Als nächstes schiebt die Laura jetzt ihre Hüfte ein Stück nach vorne und wir müssen den Hebel hier an der Seite betätigen, drücken diesen nach unten und jetzt ist der Schlitten frei beweglich. Die Laura ist jetzt in der hintersten Position zur Fixierung und zur Hilfe hat sie die Hände oben an die Griffe, damit sie oben im Oberkörper schön starr ist und einen konstanten Kontakt zum Rückenpolster hat. In dieser Position, wie sie jetzt verweilt, hat sie eine schöne Dehnung der Bauchmuskulatur. Wie schon gesagt, die komplettere vordere Bauchmuskulatur und seitliche Muskulatur wird jetzt gedehnt. Wenn sie jetzt nach vorne geht, geht sie aus dieser Streckung hin zur Kontraktion und kann jetzt die komplette Muskulatur perfekt anspannen. Der Vorteil an dem Gerät ist, wenn man sonst den unteren Bauch isoliert trainieren wollte, musste man sich entweder an eine Klimmzugstange hängen und dann die Beine einrollen. Das kennt wahrscheinlich jeder, hängt da irgendwo an der Stange und rollt sich die Beine ein. Da hat man das Problem, dass die Hüftmuskulatur sehr kompensatorisch arbeitet. Das bedeutet, viel Arbeit wird von der Hüfte übernommen und die Bauchmuskulatur spielt nur noch einen kleinen Teil. Wenn die Laura das jetzt noch mal vorführt, ihr geht komplett nach hinten, die Hüfte hat keine Möglichkeit einzuwirken. Ihr arbeitet nur mit der Muskulatur, jetzt geht sie wieder nach vorne. Und die Hüfte hat immer noch keine Arbeit zu verrichten, sondern es geht nur über die Streckung und Kontraktion der Bauchmuskeln. Du darfst gerne nochmal 1-2 Wiederholungen machen, genau. Das Ganze wird auch immer sehr langsam ausgeführt, damit man nicht gegen die Wirbelsäule arbeitet, sondern komplett aus der Muskulatur und so die komplette Spannung beibehalten kann. Genau, sehr gut. Die andere schöne Option an dem Gerät ist, der Trainer kann den Trainierenden die Schwierigkeit, während er noch drauf sitzt, schon verändern, indem er über den Hebel, wie ich schon vorher erklärt hatte, runterzieht. Und die Hydraulik macht das sehr einfach, dass ihr ohne viel Kraftaufwand das Gerät verstellen könnt. Das heißt, ihr gebt ein bisschen Druck drauf, haltet an dem Griff fest, stellt es nach unten, lasst dann die Arretierung wieder einrasten und schon habt den höheren Schwierigkeitsgrad für den Trainierenden.
Jetzt hat die Laura es natürlich wesentlich schwerer, die Übung auszuführen, weil der Neigungswinkel viel größer ist. Wenn es jetzt trotzdem noch zu einfach wäre, hätten wir noch eine Position, die wir runtergehen können. Wir sind jetzt auf Position B. Wäre es immer noch zu einfach, können wir gerne Gewichtsscheiben noch vorne draufpacken auf das Gerät. Darfst gerne mal 1-2 Wiederholungen machen, dass man das auch nochmal aus dieser Position sieht. Wie ihr seht, vom Bewegungsablauf verändert sich nichts. Ihr habt nur einen größeren Druck von oben, somit eine größere Last auf eurer Bauchmuskulatur. Jetzt hoffe ich, ihr habt den ersten Eindruck bekommen von unserem Rückenzirkel. Die weiteren Videos werden die Tage noch folgen. Das war jetzt der F-Effekt von der Tensic. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.